nochmal durch die Leichenhalle laufen. Hauptlabor war ich vorhin gar nicht. Diagnose kann nicht durchgeführt werden. Alles beschädigt. Heute Morgen gab es eine Mitarbeiterversammlung an der Rezeption. Jedes 10. Mitglied dieses Labors wurde aus dem Dienst entlassen. Das wissen wir schon von anderen, also beziehungsweise anderen Terminals. Roscoe, it's Georgie. If you're hearing this, you must still be holed up at the Sprat Shack. And you're not gonna like this one bit. I was trying to steal our recordings when things went crazy. I know. Like I said, sorry. And I'm gonna be in a heap of trouble if I don't get them, so if you want to save my bacon, you need to do it for me. I need the 3 interviews we did with Ambrose, this one here, plus another recording of my own. I left that last one with a guy who owed me a favor at the garbage processing office in the chemical waste ravine. I'll leave an automech near Stellar Freighting. It'll want all 5 recordings, plus a passphrase. Glacial Age. Oh, and don't listen to my log, all right? Just stay safe and keep your head down. Was ist das Richtige? In einem Spind im Büro der Abfallbewältigung in der Chemiemüllkluft versteckt. Das ist die Rückseite vom Chemlabor. Jordi Power hat gerade übrigens im Chat gemerkt, dass ich es in ein paar Monaten wieder umbenennen kann. Bei Twitch. Was übrigens als Info dasteht, wenn man seinen Nickname ändert. Da wird bestimmt einfach mal durchgeklickt. Und dazu kommt noch, Jordi Power, dass du deinen Nickname nicht zurückändern kannst in deinen alten Nickname. Wollte ich dir auch noch sagen, weil die Nicknames gesperrt werden nach einer Namensänderung. Und selbst wenn es 30 Tage sind, kannst du es trotzdem nicht jetzt umändern. Ja, Twitch-Mitarbeiter haben nichts Besseres zu tun, als deinen Nickname anzupassen. Lass mich doch die Schnellreise machen. An dem Paketwerfer ist ja auch, dass der Rüstung zerstört. So, alle tot. Jetzt darf ich Schnellreise machen.
Wird es die Gegner geben oder nur Verseuchung? Ach, um hier oben in die Schlucht wieder reinzukommen, Aufzug. Ich muss da hoch. Relevanter Ort, Müllhalde. Jetzt möchte ich gerne einen kleinen Bodyroboter treffen. Tell me about the production of Adrenatime, Dr. Ambrose. I hear Compound X is a unique challenge to work with. It's temperamental. It must be refined under tightly controlled circumstances at tremendously low temperatures. Do you compound it with anything else? Tell me more about your refining process. Our audience is conversant in the sciences, very detail-oriented, so don't be afraid to get technical. Last time I met you, you spoke like a groundbreaker Bildersprat. Why the sudden airs and such specific questions? Does your minder know what you're up to? Does he suspect you're a spy? Pardon me. Tag 1. Abfallbewältigungsprotokoll. Erster Tag im neuen Job. Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin so glücklich, hier zu sein. Was für eine plötzliche und absolute Überraschung, zum leitenden Abfallbewältigungsverantwortlichen befördert zu werden. Wäre nur schön, wenn noch jemand hier wäre, der mich einweisen könnte. Aber der ist wohl letzte Woche in dem Abfallschacht gefallen. Ich habe mir notiert, das besser tunlichst zu vermeiden. Tag 2. Ich will mir als erstes alle verfügbaren Unterlagen zum Abfallkompaktor durchlesen. Wenn Spacer's Choice der Meinung ist, dass ich, ein einfacher Chemiker, für solche erhabene Aufgaben geeignet bin, dann werde ich mein Bestes geben, sie nicht zu enttäuschen. Leider ist die Bedienungsanleitung für den Kompaktor voller Blutflecken, was das Lesen etwas erschwert. Tag 3. Der Kompaktor hat heute seltsame Geräusche von sich gegeben. Ich dachte zuerst, es gäbe ein Problem mit der Kompressionskammer. Also habe ich den Großteil des Nachmittags damit verbracht, eine Lösung in der Bedienungsanleitung zu finden. Wie sich herausstellen sollte, ist ein Sprut in den Trichter gefallen. Tag 5. Die Notfallabschaltung funktioniert nicht. Tag 8. Meine Arme bringen mich um und mein Rücken und mal sehen, ja, meine Schultern auch. Eigentlich tut mir so gut wie alles weh. Ich dachte, es würde irgendwann einfacher werden. Körperliche Arbeit ist mein Körper wohl noch nicht so gewohnt. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, eine Mini-Dosis Adrenatime zu mir zu nehmen. Vielleicht, wenn sie endlich noch ein paar von den Macken ausgebügelt haben. Vorausgesetzt, die Idioten im Chem-Labor hören endlich mal lange genug mit dem Streiten auf, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Tag 19. Was mache ich hier überhaupt? Ich bin Chemiker, gesetzverdammt. Ich habe doch keine Ahnung, wie der Mist hier funktioniert. Ich bin schon froh, dass ich noch beide Arme habe. Nicht, dass hier jemals jemand vorbeischauen würde, der es bemerken könnte. Tag 33. Keine Ahnung, warum ich das Protokoll überhaupt noch schreibe. Das sieht sowieso keiner. Niemand hat die Intention, es je zu lesen. Ich muss alles per Hand aufschreiben. Wenn es ihnen nicht völlig Fischsticks wäre, würden sie mir einen Datenlog geben. Das ist doch Spreadscheiße. Tag 52. Heute habe ich die Leiche eines Plünderers kompaktiert. Zu einem kleinen Fleischwürfelchen. Ich wollte einfach wissen, wie das aussieht. Ich hatte mich davor ekeln sollen, aber als ich das Endergebnis bewundern konnte, fühlte ich gar nichts in mir. Tag 76. Muss ich die Maschine eigentlich irgendwie warten? Vielleicht mit Öl schmieren oder sowas? Tag 100. Ein echter Meilenstein. Tag 101. Habe ein neues Spiel erfunden. Spreads in den Trichter des Kompaktors werfen. Für die Lebendigen habe ich mir zusätzliche Punkte gegeben. Was ist nur aus mir geworden? Tag 140. Ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn ich einen Mantischwarm durch den Trichterschacht jagen würde. Wie mag der wohl aussehen, nachdem er zu einem winzigen Würfel gepresst wurde?
Tag 183. Ich habe eine Nachricht aus der Mine bekommen, dass ich mich um irgendeinen Frachtzugunfall kümmern soll. Musste den ganzen Weg darauf laufen, daraus laufen, nur um ihnen zu sagen, dass ich mit Flüssigkeiten nichts am Hut habe, diese Trottel. Tag 211. Tiefer kann man wohl kaum sinken. Ich habe die gefährlichsten Abfälle rausgepickt, die ich finden konnte, und sammle das Zeug jetzt, um die Wohnung von Clarence zu verunstalten. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, welches Zimmer ihr gehört. Tag 231. Was wäre, wenn ich einfach reinspringen würde? Beim Gesetz, das wäre schmerzhaft. Allein die Vorstellung, wie die Maschinen meinen Körper langsam und schmerzhaft zerstampfen würden. Körpersäfte, Fleisch, Knochenstücke, alles zu Brei vermischt. Tag 269. Die Bergarbeiter wollen immer noch, dass ich mich um ihren kleinen Arbeitsunfall kümmere. Als wenn ich hier draußen nicht bereits im Müll ertrinken würde. Am Boden vor dem Steuerhaus sind Körperflüssigkeiten. Diese Körperflüssigkeiten, die durch das Pressen organischer Materie austreten, sind Nebenprodukte. Scheiß auf dieses Protokoll, scheiß auf alles. So. Warum gibt es überall so Einbandposten, wo die Leute einfach nur durchdrehen nach einer Zeit? Hat nicht mal ein Jahr durchgehalten. Voll die schlechte Arbeitsmoral. Ach, das war das, was die mir gesagt hatte, ne, auf dem einen Band. This unit is currently in wait cycle. This unit has been loaded with a pre-recorded personal message. Confirm passphrase before proceeding. Das Passwort lautet Glacial Age. Initiating clandestine operations mode. Greetings, interloper. Identity confirmed. Greetings, Clanton, Roscoe. Preparing message playback. Roscoe, hey, it's Georgie. I've set up this automech to receive phonograph recordings from you. Once you hand them all over, that'll be the end of all this. You're a real smart fella, so you probably figured it out by now, but I don't work for Spacer's Choice. Never did. Telling you is only gonna put you in harm's way, but you'll never let it lie, so I've been working for Anti-Cleos. I know this isn't, well, it's not what either of us wanted, is it? It's not what I wanted anyway. I just wanted to say, fuck, listen, I liked you. I liked you a lot. I know sorry doesn't cut it, so thank you. I miss you. I hope you're okay. This unit is now prepared to ingest cylinder recordings. Deposit recordings and dispense payment now. Ich glaube, wenn ich dem die Sachen übergebe, erschießt er mich. Nö, die speichere ich für einen besonderen Anlass. Wann warst du zuletzt aktiv? Processing, processing. This unit was last activated 1836 days ago. This unit is now prepared to ingest cylinder recordings. Deposit recordings and dispense payment now. Bitte sehr. Cylinders received. Operative Win. Georgina contacted for pickup. Dispensing payment. Locking portable phonographs in internal storage safe. This unit will enter wait cycle momentarily. Have a better than natural day, operative. Wildnis-Taktikrüstung erhalten. Rüstung ab Werk. Ja, ist halt Geräuschpegelreduktion.
Er hätte das dem Typen geben können oder dem Roboter hier. Leider bin ich mir nicht bewusst, welchen Vorteil oder Nachteil ich gehabt hätte. Dementsprechend, wem ich das gerade gebe. Deshalb bin ich zufrieden mit dem, was jetzt war. Ich laufe am besten von da die Schlucht runter und dann kommen wir in den letzten Bereich bzw. in das Labor. Aber ich denke, mehr als eine halbe Stunde wird das DLC nicht mehr sein. Vielleicht ein bisschen mehr. Ist schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie groß die Anlage ist, in die wir jetzt gehen. Das wird wahrscheinlich kein riesiger Innenbereich sein. Und von der zeitlichen Abschätzung, wie lange das DLC gehen sollte, sind wir nämlich auch Pi mal Daumen jetzt langsam an der Stelle von der Zeit her. Ja, ich laufe richtig, hier war das große Skelett in der Wand. Stimmt, wenn man in der Zeitlupe ist, siehst du richtig, wie diese Rakete rausgeht und dann die Flügel hinten ausklappt. Beziehungsweise diese was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. That's the last of them. Wenn ich mehr Kirby Space Program spielt, wüsste ich die genaue Bezeichnung gerade. Nee, selbst dann nicht, wahrscheinlich. Die Dinger, die an der Seite sind. Stabilisatoren. Da sind jetzt so viele Plünderer noch im Weg. Das Gefühl, dass Einzelschuss einfach mehr bringt bei dem Werfer. Weil bei 6 Raketen schießen, dann zieht die Waffe so weit nach oben. Tür entriegelt. Ach, uns fehlt noch der, der uns aufhalten will eigentlich, dass wir die Vergangenheit aufdecken. Das wird entweder der Vater sein von unserer Auftraggeberin oder die Mutter lebt wirklich noch. Obwohl, ne, der Vater war ja tot. Der war ja so gesehen erledigt. Aber er könnte vielleicht durch das Medikament wiederbelebt worden sein. Pam. Hätten wir mal Sam mitgenommen. Welcome to the Adrena Time Synthesis and Manufacturing Center, brought to you by Spacer's Choice. This productivity auto-mechanical unit is at your disposal. Its normal duties involve the management of legacy operations analytics. However, due to the promotion, demotion, death, or injury to other managers of this facility, this unit is now the acting manager of the following departments: reception, human resources, accounting, technical support, manufacturing, distribution, security. Please direct any questions about those departments to Pam. Answers not guaranteed. Altsystemanalyse, noch nie davon gehört. According to this facility's records,
The Legacy Operations Analytics Department is located on sublevel floor 1. Its functions include warm bodies and redacted. Access to that department is currently denied due to a lockdown in the sublevel stairwell. Also existierte das nur, um irgendeine Vorgabe zum Personalminimum zu führen. We value each and every member of the Spacer's Choice family, so be proud. On average, you contribute positively to a minimum of 1.44 important spreadsheets per quarter. That was one of Pam's patented pep talks designed to efficiently eliminate any negative feelings that are getting in the way of your work. After all, Pam's purpose is to answer one question. How can I increase your productivity today? Was ist mit all den Leichen? Did you know that keeping your workers alive boosts productivity? That's why every PAM unit comes equipped with the latest Spacer's Choice weaponry. When PAM's emergency combat protocols are activated, your investments are sure to be protected. Warning! Due to power consumption, combat protocols cannot be activated when PAM's power is below 73% without deactivating managerial processes. Spacer's Choice policy dictates that managerial processes take priority. This unit's power rating is 57%. Kannst du diese Richtlinien überschreiben? PAM is fully customizable to fit your preferred management style. With the correct override codes, you can alter any of PAM's behaviors at will. Some limitations apply. Spacer's Choice does not accept legal responsibility for any injuries or traumas sustained after altering PAM's behaviors. See manual for details. Wie kann ich dich aufladen? Hate messing with tangled cables or confusing batteries? With PAM, you'll never have to. Just pop in a Firefly brand industrial strength battery and PAM's ready to go. Out of batteries and need productivity now? No problem. Just hook PAM's power source up to another automechanical and PAM will get your employees back in line in no time. How can I increase your productivity today? PAM, ich brauche etwas mehr Produktivität. Wie wäre es mit etwas Motivation? Spacer's Choice likes to maintain a positive work environment. So if you have to cry, please do so in the supply closet. Naja, wir haben die Schnellreise hierhin. Ich hole jetzt mal eben unseren Roboter, Sam. Sam kann sich damit Pam verbinden, was irgendwie schon wieder sehr sexuell ist. Und dann kann ich nämlich die überschreiben. Die Pam. Ich denke, das wird mir schon Vorteile bringen. Ich verzichte auf Felix, auch wenn der Schlösser knacken ist, aber der ist so doof. Betäubt Feindroboter immer. Weil ich das Kampfprotokoll von ihr starte, wird die wahrscheinlich nur gegen mich kämpfen. Pam. Hello there, employee identification number
great work on assigned. How can I increase? Hast du schon meinen Freund Sam getroffen? Ihr würdet euch sicher gut verstehen. Greetings, Pam. Don't get swept away by the sleaze of your filthy, worthless existence. Let Sam neaten up your life. Work fortifies the spirit. Let Pam optimize the routines of your life for maximum productivity. Sam units, if we can't clean it, we'll destroy it beyond recognition. All Pam units have been programmed to encourage a worker's competitive spirit. Well done. Continue destroying the competition on behalf of Spacer's Choice. Got a lust for dust? Sam does. Pam believes in the power of a well-organized spreadsheet. Cleanliness is next to lawfulness. I can almost believe that they've made some sort of deep connection that bypasses reason completely. Läuft doch gut. Pam helps each and every... Wie erhöhst du denn die Produktivität von Angestellten? Feeling down? Pam is loaded with over a schedule slipping. Ja, ein Hauch motivierter Sprüche. Now you'll be a team player in no time, thanks to Pam. How can I increase the Adrena time synthesis and manufacture? You are now in the floors below. Gucken? How can I increase your? Remember. Aber ich bin ein bisschen irritiert. Soll es nicht eigentlich so gewesen sein, dass ich sie verbinden kann mit dem Typen? Also mit meinem Roboter? Deshalb bin ich gerade wirklich ein bisschen irritiert. Und ich aktiviere jetzt wirklich das Kampfprotokoll einfach. Hey, sorry, dass ich dich damit belästigen muss, aber ich habe meine ID verloren. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Normalerweise ist mein Arbeitsplatz immer äußerst penibel organisiert. Hey, Rosemary, hast du Five gesehen irgendwo? Die alte Batterie von Pam lässt sich nicht mehr vernünftig aufladen und alle meine Ersatzbatterien verschwinden irgendwie ständig. Du weißt ja, was man sich hier sagt. Wenn was abhanden kommt, dann hat es Five vermutlich mitgehen lassen. Anscheinend muss ich wirklich die Batterie suchen. Pam, aktiviere das Notfallkampfprotokoll. Emergency combat protocols cannot be engaged at less than 73% power without please ensure that this unit. Sam, kannst du etwas Energie erübrigen? Sam units are programmed to respond can do customer to any and all serviceable requests. Power rerouting complete. Please be advised the aforementioned unauthorized procedure has voided this unit's warranty. This unit's power rating is 100%. Great! Emergency combat protocols are now available. Error. Employee's biometric ID does not match this unit's designated manager. Proceeding with verbal management test. Pretend that this PAM unit is one of your employees who has been working long hours. What would you say to give them an extra pep pill in their step? Die Beförderung wartet nur auf dich. Überstunden sind Stufen auf dem Weg zum Erfolg. Pam is equipped to talk about your career goals. On average, employees managed by Pam units go from assistant to associate roles in 15 years or less. My door is always open.
unless I'm recharging. Verbal management test complete. Result. Employee is a Spacer's Choice Manager. 94% certainty. Engaging emergency combat protocols. Stand by. Das war einfach. Erlange Pams Hilfe. Pam wird sie alle. Untidiness is an eyesore and cannot be abided, according to this unit's programming. No, wait. That head's not spinning all the way around, is it?